Willkommen zurück zu Sibiria. Wir sind hier im Komkolzgrad in so einer, sagen wir mal, Raumstation mäßig. Also hier hat Hans auch versucht, einen federbetriebenen Abschussmechanismus zu basteln. Was ich persönlich ganz interessant finde, es wurde leider eingestellt. Zudem haben wir hier einen betrunkenen Aufpasser gefunden, der ist hier reingefallen. Wir haben einen Schlüssel gefunden, der vielleicht passen könnte, weil wir müssen ein bisschen was. Achso, wir können ja nichts kombinieren. Ein bisschen was. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo dieses Teil ist. Das ist das Problem. Ah ja. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Das macht nur nach oben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ach so, ich glaube, ich musste einfach nur die Dusche machen. Kann das sein? Ah, was ist los? Oh, Wasser! Hören Sie sofort damit auf! Wollte mich ertränken! Eigentlich nur rumgetestet, was funktioniert. Okay, das kann ich mir nicht nochmal angucken. Der Schlüssel ist weg. Also war das nicht auch ein Schlüssel, den wir hätten für den Zeppelin benutzen können? Weil den brauchen wir, um zum Aralbad zu kommen. Da, wo diese Sängerin, die ehemalige Sopranistin, ist. Damit wir hier endlich vorankommen. Aber jetzt müsste er nüchterner sein, oder? Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Nur ein unangenehmes Erwachen. Mensch, Sie haben sich ja ganz schön volllaufen lassen. Das Gefühl habe ich auch. Es war nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte. Oh, mein Kopf. Reden Sie bitte etwas leiser. Tut mir leid, aber in Anbetracht Ihres Zustands war das die einzige Möglichkeit, Sie wieder zu sich zu bringen. Sehr wirkungsvoll, in der Tat. Sie scheinen mir eine sehr wirksame Person zu sein. Ja. Ich bin mit dem Zug gekommen, aber leider hat er eine technische Panne. Ich muss aber unbedingt nach Aralbad. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht ein Fahrzeug leihen. Mann? Wer ist Mann? Doch nicht etwa Sergei Burodin? Doch, der war es. Der Direktor des Industriekomplexes da unten. Nehmen Sie sich in Acht, mein Fräulein. Dieser Mann ist geistig verwirrt. Und solche Typen können sehr gefährlich werden. Er war es aber, der mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden, auch wenn Ihre Abneigung anscheinend auf Gegenseitigkeit beruht. Es interessiert mich nicht, was er von mir hält. Seien Sie vorsichtig. Das ist alles, was ich Ihnen raten kann. Vor allem, wie schnell der nüchtern geworden ist. Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wir haben den Schlüssel dafür. Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Aralbad. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesene Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus. So ganz zufälligerweise. Das ist immer das Schöne an Spielen. Ganz zufälligerweise ist es so, dass sich diese Person dort auffindet, wobei man sich aber gerade in einem Ort auffindet, wo automatisch etwas zu diesem anderen Ort sich hinbewegt. Das ist doch mal Zufälle bis zum Zufall. Ja, ich habe es sehr schön erklärt, ne? Ich suche nach einem Mann, Hans Vorarlberg. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass er vor rund 20 Jahren hier vorbeigekommen ist. Hans, Sie wollen wissen, ob ich Hans kenne? Die wunderbarste aller Flugmaschinen dieses Kosmodroms ist sein Werk. Ah, der gute alte Hans. Und selbst wenn ich ihm eine große Enttäuschung zu verdanken habe, würde ich ihn gern einmal wiedersehen. Wieso? Was ist denn passiert?
Hans und sein Sternengleiter. Er hatte einen federbetriebenen Abschussmechanismus entworfen, der seine merkwürdige Rakete in die Stratosphäre schießen sollte. Eine revolutionäre Erfindung. Ich sollte gewissermaßen der Testpilot sein. Doch dann, ein paar Tage vor dem Abschuss, ist Hans gegangen. Weg, spurlos verschwunden. Und das Testprogramm wurde eingestellt. Er ist fortgegangen, ohne Erklärung, ohne zu sagen, wohin? Sein Traum war es, die Sterne zu erreichen, nicht Bomben abzuschießen. Eines Tages begriff Hans, wozu sein Abschussmechanismus in Wirklichkeit dienen sollte. Hier haben die Generäle das Sagen, verstehen Sie? Hans war zutiefst enttäuscht, als man ihn mit dem Projekt der Installation eines nuklearen Sprengkopfes auf seinem Sternengleiter betraute. Und so ist er gegangen. Wenn alles soweit bereit war, warum haben Sie dann nicht versucht, die Maschine selbst zu bedienen und loszufliegen? Hier hat nie jemand die Maschinen von Hans durchschaut. Es waren Utopien, verstehen Sie? Und Utopien können nur in enger Symbiose mit dem funktionieren, der sie erschaffen hat. Ohne Hans war die Reise ins All unmöglich. Heute reise ich auf meine Art. Ich beginne die Funktionsweise der Erfindungen von Hans Vorarlberg ansatzweise zu verstehen. Wie sah die aus, von der Sie sprechen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin nur ein Soldat, mein Fräulein, kein Ingenieur. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Und entschuldigen Sie nochmals die etwas brutale Wegaktion. Es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Haut da ab oder kann ich noch? Nein, das kann ich leider nicht bei ihm verwenden. Das will ich auch nicht bei ihm verwenden. Nee, ich dachte, vielleicht kriege ich eine Blutprobe von ihm. Dann gucke ich mir mal den Zeppelin an. Das ist jetzt gerade die einzige Spur, die ich habe. Hat der gesagt, ein Automatoid ist dort drin, ne? Ich sehe ihn auch schon. Sieht aber eigentlich an sich ganz schön aus. Ich kann auch gerade, glaube ich, nur diesen Hebel bewegen, oder? Das funktioniert wohl nicht. Ja, schön. Dies hast du gut erkannt, dass das nicht funktioniert. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, aber ich glaube, ich kann echt nur das machen. Aber hier kann ich auch weiter nichts machen. Aber wie viele Vögel hier einfach rumfliegen? Kann ich hier noch weiter oder läuft sie dann wieder... Okay, sie läuft dorthin. Okay. Ich dachte, es wäre sowas wie... Nein, die läuft da wieder hin. Okay. Wie in der Fabrik. Wo ich dachte, ich hätte auch alles und habe einfach nur nicht bemerkt, dass ich an der Treppe vorbeilaufen kann. Ich weiß nicht, es ist mit diesem Blutprobenapparat. Muss das irgendwas zu tun haben? Aber ich habe keine Ahnung, inwiefern. Kombinieren kann ich ja nichts. Innerhalb meines Inventars. Das finde ich sehr schade. Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt bei ihm noch fündig werde. Oder ob ich nochmal zu dem Sergej nach unten gehen soll. Wollte sich doch ausruhen, oder? Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Der ist weg. Verschwunden. Weil hier steht er nicht mehr. Ich gehe jetzt nochmal hinten hin, wo der Adler war. Vielleicht kann ich da jetzt was machen. Ich bezweifle es zwar. Aber besser mal vorbeigucken, als gar nicht geguckt zu haben. Vor allem muss der Typ ja hier irgendwo sein. Also hier ist er auch nicht. Nö. Funktioniert tut das bestimmt auch nicht. Noch nicht, ne? Ja. Zumal ich auch nicht weiß, wofür das gut ist. Ich möchte aber auch gerne in die Kiste reingucken. Da darf ich auch nicht gucken.
Dann versuche ich mal mit Sergej zu sprechen. Vielleicht geht das ja. Och komm, Mädel, mach ein bisschen schneller, okay? Ja, sonst auch nichts gewesen. Nee. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich das bei dem einen Gerät dort, was auch auf derselben Richtung ist wie der Zeppelin, dass das dann diese vielleicht. Die Schienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Ach, jetzt stecke ich hier auch noch fest. Ich muss also mit den Sachen, die ich habe, irgendwas anstellen. Ach, schön. Dann bleibt mir ja nur der Ort, wo ich das mit der Blutprobe hatte. Aber ich selber habe ja keine Blutprobe. Ich habe nur diesen Behälter, wo ich eine Blutprobe reintun kann. Der Typ ist verschwunden. Das ist auch ein bisschen seltsam. Weil er steht nicht mehr hier. Definitiv steht er hier nicht. Ach, hier ist er. Okay. Okay. Ich rede nochmal mit ihm. Vielleicht bringt mir das ja was. Ach, da sind sie ja. Ich habe sie gesucht. Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie warum? Vielleicht. Ich habe da so eine Idee. Aber Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt, habe ich recht? Ja, mittlerweile. Ach, sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sternengleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Einverstanden? Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Okay, da brauche ich aber wirklich die Blutprobe von ihm. Herr Boris, ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein, verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken. Okay, wir kommen voran. Das freut mich. Das freut mich, dass wir vorankommen. So, dann können wir uns dem hier jetzt widmen. Und tun mal das dort rein. Achso, das ist ja jetzt an. Blutprobe ist abgelehnt, weil der Alkoholspiegel zu hoch ist. Schön. Blutprobe erforderlich, Blut... Ja, Dings abgebrochen. Wie sorge ich jetzt dafür, dass das Dings nicht hoch... Also, weil der ja zu hoch ist. Muss ja irgendwer eine Blutprobe kommen, die nicht hoch ist. Aber an sich würde es das nicht machen, oder? Nee, an sich macht es das nicht. Verdammt. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Wodkaflasche machen soll.
Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Typ ist. Warte mal, nee, gehst mal dorthin. Ich denke mir, der wird wahrscheinlich wieder bei sich sein. Irgendwo. Ich kann aber nicht warten, bis der Alkohol sich abgebaut hat. Mit dem besten Willen nicht. Hier ist er jetzt auch nicht. Ach komm. Wirklich. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Vielleicht ist er ja wirklich beim Zeppelin. Nein, hier drin ist er nicht. Okay. Hätte ja sein können. Wo ist der jetzt hin? Der ist hier nirgendwo. Komme ich wieder zurück? Diese Einstellung. Toll. Und wo ist der? Der ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo er ist. Wie komme ich jetzt an eine ordentliche Blutprobe? Weil die war ja zu hoch, der Alkoholspiegel. Ich habe gerade absolut keine Ahnung. Da freut man sich, dass es gut läuft, dass man vorankommt und dann sowas. Ach so, jetzt kann sie das machen. Ah, okay. Das war jetzt eigentlich per Zufall. So, das nach oben. Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Setzen Sie sich, es geht los. Sich. Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Ich bin ein erfahrener Pilot, ich... Der kotzt doch gleich. Achso, da läuft er, okay. Das war jetzt echt per Zufall. Ich dachte so, toll, ich komme nicht dorthin, kann nicht von dem Sergej mir die Blutprobe holen. Er ist auch irgendwie verschwunden. Und war wahrscheinlich in diesem Teil halt drin, ne? Roger? So richtig nicht. Sprechen Sie bitte lauter. Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Ja, mache ich gleich. Anscheinend war er wirklich in diesem Teil drin. Da dachte ich mir, okay, dann fahre ich das einfach runter. Vielleicht taucht er dann wieder auf und dann kann ich eine nächste Blutprobe nehmen oder was weiß ich, das Problem beheben. Wollte eigentlich nur weg und dann habe ich da drauf gedrückt und dann war das, ja, dann hat sie ihre Blutprobe genommen. Das, was ich eigentlich vorhatte von Anfang an. Aber, ja, man kriegt das natürlich nur so hin. Okay, der Abschlussprozess ist jetzt eingeleitet. Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin ist eine lenkbar. Man muss den Atem verlassen. Wie, man muss ihn atmen lassen? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Wie kommt er dann eigentlich zurück? Hat er sich darüber mal Gedanken gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ja, jetzt haben wir das ja auch erledigt. Irgendwas muss atmen. Aber was? Ich glaube, atmen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe mal zum Zeppelin. Oh, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Oh mein Gott, da liegt was. Vielleicht kann ich das bei diesem Adler verwenden. Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Kurbel aus. Ich gucke einfach mal. Beim Adler direkt.
Weil sonst, mir fehlt ja bloß noch dort und das andere. Und die Wodkaflasche und die Sachen habe ich halt noch bei mir, aber... Normalerweise, wenn ich einen Ort verlasse, dann habe ich ja keine Sachen mehr im Wetter, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die jetzt nochmal gebrauchen kann. Den Schraubendreher, den Metallschneider und sowas. Kam bis jetzt ja keine weitere Situation. Oh, ich hoffe, dass das dort geht. Sie geht jedenfalls hin. Und es war auch kein X drauf. Ich doof. Natürlich geht das. Der brutale Adler. Der ist jetzt dafür da, dass die Vögel verschwinden, damit ich dann wegfliegen kann. Weil da zu viele Vögel sind, kann ich nicht wegfliegen. Ist das das jetzt? Weil sonst, ich komme auf der Einschienenbahn nicht zurück. Ich habe hier jetzt alles erledigt. Das dürfte doch jetzt funktionieren, oder? Aber wisst ihr was? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin dann tschüss, eure Teil.